Mit dem Statistiker Data Miner und dem Text Miner können Daten aus sozialen Medien analysiert werden. In diesem Workspace zeigen wir, wie Tweets von Twitter geladen werden können und wie man diese in Statistiker analysieren kann. Wir sehen hier einen Workspace oder auf Deutsch eine Projektoberfläche, in der Datenquellen, Zwischenergebnisse, Analysen und Endergebnisse abgelegt werden. Sie sehen, dass diese einzelnen Knoten mit Pfeilen verbunden sind. Diese Pfeile symbolisieren den Datenfluss in so einem Workspace. Wir haben hier einen Knoten, mit dem man Daten von Twitter importieren kann und man kann hier einen Suchbegriff angeben. Sie sehen, da ist das Kürzel oder der Suchbegriff BTW13 eingetragen. Dieses Beispiel haben wir aufgebaut nach der letzten Bundestagswahl und ich habe zum Kürzel BTW13 alle Tweets direkt am Tag nach der Wahl heruntergeladen, die da verfügbar waren. BTW13 bezeichnet die Bundestagswahl 2013. Natürlich, wenn ich jetzt diesen Twitter-Knoten ausführen würde, würde ich natürlich andere Ergebnisse bekommen, als ich damals bekommen habe. Und deswegen habe ich mir damals den Datensatz, den ich bekam, in diesem Workspace auch abgelegt. Und diesen Datensatz schauen wir uns mal an. Das sind sozusagen die Ergebnisse, die man bekommt. Hier haben wir jetzt insgesamt 4099 einzelne Tweets. Wir sehen, da gibt es eine Tweet-ID, es gibt verschiedene, die Datumsangabe, wann das erzeugt wurde. Wir sehen, das ist am 23. September um 11.48 Uhr. Das wird auch ungefähr der Zeitpunkt gewesen sein, wann ich das abgerufen habe. Wir sehen, da gibt es eine Sprache drin, es gibt den Benutzernamen und dann gibt es hier den Text, also den Tweet. So, jetzt kann man sich fragen, wie man sowas analysieren kann und da kann man dann beispielsweise Textmining für verwenden. Um das zu tun, habe ich erstmal einige kleinere Bereinigungsschritte hier integriert. Zum Beispiel entferne ich alle HTTP-Links aus den Tweets. Ich entferne auch diese BTW-Tags, die in den Tweets vorkommen, aus dem Grunde, weil die sowieso überall vorkommen und das brauche ich dann nicht wirklich weiter analysieren. Ich entferne auch das Schlüsselwort RT und zuletzt filtere ich die Tweets so, dass ich nur noch Tweets, die auf deutscher Sprache sind, in meinem Datensatz enthalten habe. Und Sie sehen, nach diesen Bereinigungsschritten sind das dann nur noch 2881 Tweets. Man sieht hier auch, dadurch, dass ich solche technischen Daten wie Links und einige Tags auch entfernt habe, sind die Tweets jetzt deutlich besser schon mal zu lesen. Nichtsdestotrotz, 2881 Tweets ist ein bisschen viel, um das mal eben durchzulesen. Und dafür setze ich jetzt den Textminer ein. Der Textminer in Statistica kann mir Texte auswerten und in eine statistisch auswertbare Form bringen. Ich zeige mal hier die Ergebnisse. Wenn Sie so einen Textminer einsetzen, dann stellen Sie vorher die Sprache ein. Ich habe das hier natürlich auf Deutsch gestellt. Und was Sie dann bekommen, unter anderem, ist so eine Tabelle pro Tweet. Wir sehen hier, es sind wieder 2881 Zeilen, also für jeden Tweet gibt es eine Zeile und für jeden Tweet wurde jetzt ausgezählt, wie oft bestimmte Wörter in diesem Tweet vorkommen. Also wir sehen jetzt zum Beispiel das Wort Analyse, das ist der Wortstamm von Analyse, kommt hier vor einmal und das Wort Grün kommt vor und so weiter und so weiter. Diese Auswertung wurde für jeden Tweet vorgenommen. Und die Wörter, die ich jetzt hier extrahiert habe, die wurden vom Textminer automatisch gefunden, nach bestimmten Regeln. Ganz seltene Worte wurden nicht mit aufgezeichnet. Sehr, sehr häufige Worte wurden nicht mit ausgezeichnet. Und Wörter, die in der sogenannten Stoppliste sind, wurden nicht mit extrahiert. Die Stoppliste wird
bei Statistica mitgeliefert für verschiedene Sprachen, aber Sie können die auch von Hand erweitern. Da sind dann zum Beispiel Wörter drin wie und oder zum Beispiel Sachen, die viel vorkommen, aber nicht viel Bedeutung tragen. Diese einzelnen Worthäufigkeiten werden wir später analysieren. Ich will nochmal auf eine Sache hinaus, die wir hier sehen. Da sind eine ganze Menge Spalten hinzugefügt, die sich Konzept 1 bis Konzept 30 nennen. Und diese Konzepte werden auch vom TextMiner extrahiert. Und das sind sozusagen Themen, die in den Daten vorkommen. Themen, das muss man jetzt hier so interpretieren, wie Wörter, die oft gemeinsam vorkommen, aber selten mit anderen Wörtern. Die gehören dann in der Regel zu einem Konzept. Was die dann genau aussagen, das müssen wir uns dann als Menschen wiederum angucken. Aber es gibt uns hier schon mal eine Hilfestellung, was wir für Themen in den Daten haben. Und Sie sehen, das war jetzt die Auswertung. Wenn ich so ein Textmining durchführe, das geht relativ schnell. Ich führe das hier nur mal spaßeshalber nochmal einmal aus. Sie sehen, es läuft jetzt ab. Und wenn der Knoten wieder grau wird, dann liegen aktuelle Ergebnisse vor. Und jetzt sehen Sie, kann ich weitere Analyseschritte anschließen. Und was ich hier als in dem oberen Strang gemacht habe, ist, ich sortiere mir einfach mal die Tweets nach dem Konzept. Und das ist jetzt nach Konzept 1. Natürlich könnte man das auch nach anderen Konzepten sortieren. Die Konzepte sind von absteigender Wichtigkeit beim Textmining. Also das Konzept 1 ist das Konzept, das die meiste Erklärung auf sich bindet. Das nächste, das Konzept 2, ist das, was den zweitmeisten bindet und so weiter. Also es ist natürlich interessant, diese Konzepte von quasi vom ersten Konzept aufsteigend bis zum letzten Konzept zu analysieren und nicht andersrum. Und was sehen wir hier? Ich habe das jetzt sortiert nach Konzept 1. Sie sehen, hier ist der Konzept-Score für Konzept 1. Und der ist jetzt auch für alle Tweets, die wir da erstmal sehen, gleich. Warum ist der gleich? Naja, es sind auch dieselben Tweets. Bei Twitter gibt es ja den Mechanismus des Retweets. Also man kann einen Tweet in seiner Bedeutung verstärken, indem man ihn nochmal in das System einspielt. Und wir sehen, viele, viele, viele Benutzer haben eigentlich denselben Tweet wieder ins System gespielt. Sowas könnte ich natürlich auch mit einer ganz einfachen Häufigkeitstabelle extrahieren, wenn ich immer die gleichen Tweets habe. Aber interessant wird das eben, wenn wir weiter nach unten scrollen. Hier sehen Sie dann zum Beispiel, da gibt es dann eine kleine Veränderung in diesem Konzept-Score. Und Sie sehen, da gibt es auch eine Veränderung in dem Text. Inhaltlich, wenn wir da drauf gucken, scheint das fast dasselbe zu sein. Es geht um Sprachlosigkeit, wie die Kollegen von El Mundo ihre Titelseite gestaltet haben. Und wir sehen, da geht es hier drum auch, aber hier hat jetzt jemand, ein anderer Benutzer, etwas hinzugefügt. Okay, soweit so gut. Das ist sich noch sehr ähnlich. Das schlägt sich auch in diesen Scores nieder. Die sind nicht dramatisch abgefallen plötzlich. Wenn wir aber weiter nach unten gehen, dann sehen wir, da ändern sich die Tweets dann auch optisch schon sehr stark. Es kommt dann nur noch einzelne Worte vor, die mit diesem Thema zu tun haben scheinbar. Und die Scores sinken eben weiter. Aber wenn man sich das eben anguckt, es ist immer noch das Thema, El Mundo hat eine seltsame Titelseite gewählt. So viel zur Konzeptextraktion. Sie sehen, mit diesem Mechanismus kann man freie Texte sortieren, zum Beispiel nach Zugehörigkeit zu bestimmten Themen. Eine andere Analyse, die man anschließen kann, ist, dass wir das mehr als ein, sagen wir mal, prognostisches Problem betrachten. Wir könnten ja zum Beispiel uns fragen, wenn wir nochmal bei dieser Ausgangstabelle sind, das Wort Atomausstieg beispielsweise, in welchem Zusammenhang steht das denn mit anderen Wörtern, zum Beispiel dem Bundestag? Wir sehen, das ist jetzt scheinbar da in dem Zusammenhang. Kein Zusammenhang. Und um solche Beziehungen zu analysieren, kann man im Statistica Data Miner die Feature Selection benutzen. Die habe ich hier mal eingesetzt und was ich hier konfiguriert habe, ist, ich habe mal eingestellt, dass ich mir
das Wort FDP im Verhältnis zu allen anderen Wörtern angucke. Ich führe das aus und ich bekomme verschiedene Ausgaben, unter anderem einen Importance Plot, der mir die Wichtigkeiten absteigend ausdrückt. Und da sehen Sie jetzt die Wörter, die am wichtigsten im Zusammenhang mit der FDP sind. Rosel tritt zurück, Linden, Tagesschau, DE. Dazu muss man sagen, das ist hier so eingestellt, dass der Textminer versucht, Wortstämme zu bilden und er bildet hier einen Wortstamm auf das Wort Rösler, also den damaligen Vorsitzenden der FDP. Und dann gibt es hier noch den Linden, den wahrscheinlich gemeinten Christian Lindner. Und wie Sie sehen können, die wichtigsten Wörter im Zusammenhang mit der FDP sind der Rücktritt von Philipp Rösler. Diese Sache, das könnte man jetzt auch für alle möglichen anderen Wörter analysieren. Also wenn man Interesse beispielsweise am Atomausstieg hat, könnte man das auch untersuchen. Auch eine Möglichkeit, Textdaten zu analysieren mit Statistica Dataminer und dem Textminer. Ja, das war jetzt ein kurzes Beispiel, was man mit der Statistica-Plattform machen kann, um soziale Medien auszuwerten. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, melden Sie sich gerne bei uns. An dieser Stelle sage ich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.